Hallo. Ja, ich habe einen zweiten Text dabei und er behandelt ein sehr ähnliches Thema, wie Anke schon behandelt hat, einfach ohne Haare. Und es ist eigentlich eine Verabschiedung meiner Jugend. Und der Text heißt Alt werden, 25 plus. Dass ich älter werde, merke ich eigentlich immer nur an den anderen, an den Neuen, den Jüngeren, denen, die nach mir geboren wurden und jetzt trotzdem schon reden und denken und studieren und so richtig erwachsen sind. Irgendwann haben die einfach angefangen, mehr zu werden. Vor 10 Jahren existierten für mich noch gar keine jüngeren Menschen und wenn doch, dann waren das alles noch Kinder oder Hosenscheißer und sie hatten eh keine Ahnung, weil wir älter und viel, viel cooler waren. Aber irgendwann hat das mit dem proportionalen Verhältnis von Alter und Coolness aufgehört. Und jetzt, wo ich kurz vor meinem Masterabschluss stehe und eigentlich in der Uni nach geltender Altersregelung der Babo schlechthin sein müsste, sind da plötzlich überall diese jungen und gut aussehenden Menschen mit Idealen. Und sie sind viel mehr als ich. Eine ganze Armee von jüngeren Boys und Girls erklimmt schallend, lachend und mit coolen Sonnenbrillen auf den Nasenrücken den Thron der Jugend und äschert lässig ihre Zigarette über meinem Kopf ab. Und ich stehe bloß wortlos darunter und denke, fuck. Ich bin in der Zeit angekommen, in der ich abends in der Bar längst nicht mehr die Jüngste bin und mich zuweilen frage, was die Kinder hier alle wollen. In der Zeit, in der ein Glas Wein auch einfach mal was Gutes zum Genießen ist und nicht einfach bloß dem Besäufnis dient. In der Leute, die mit mir zur Schule gegangen sind, heiraten und aufwendige, mehrteilige, rosafarbene Einladungen verschicken und sich einen Geldbeitrag für ihre neue multifunktionale Küchenmaschine wünschen. Ich meine, ist das euer Ernst, ihr blöden Ficker? Ich befinde mich in einer Zeit, in der meine Freundinnen und Freunde Kinder machen und sie behalten. Und plötzlich bin ich so weit weg von diesem Thron, auf dem sich jugendlich unsinnige Leichtigkeit mit abgrundtiefem Selbsthass und kompromisslosem Idealismus abwechselt. Ich stehe daneben und betrachte geschockt und verzückt zugleich die Pracht dieser Zeit, wie sie sich wie das Tal nach einer Bergwanderung zur Übersicht darbietet. Und ich stehe auf dem Gipfel meiner Quarterlife-Crisis. Denn jetzt bin ich wirklich erwachsen. Es ist nicht mehr neu und aufregend erwachsen, sondern nur noch erwachsen. Ich mache keine jugendlichen Dummheiten mehr, sondern nur noch Dummheiten. Solche, über die ich vorher lange eingehend nachdenke und sie dann trotzdem mache, meistens nicht aus Spaß oder Spontanität, sondern einfach nur aus Dummheit. Es ist sehr viel unbefriedigender geworden, Dummheiten zu machen, weil ich ja weiß, dass ich es besser wissen müsste. Ich denke sowieso die ganze Zeit sehr viel über alles nach und versuche mich zu einem guten Menschen zu entwickeln und ein besserer Mensch zu werden und immer gesund zu kochen und die Zähne gut zu putzen und regelmäßig abzustauben und ich ziehe fast gar keine hohen Schuhe mehr an, weil sie mir wehtun und ich einfach zu bequem geworden bin, um mich für andere Menschen in unbequeme Sachen zu quetschen. Auf diverse Dinge habe ich einfach keinen Bock mehr. Ich habe zum Beispiel fast nie Lust, mich zu schminken und wenn, dann nicht so, wie die Konvention das gerne hätte. Aber ich habe auch keine Lust, mich mit Menschen darüber zu unterhalten, warum ich nicht oder so eigenartig geschminkt bin. Und deswegen gehe ich dann manchmal gar nicht erst raus, weil das dann einfacher ist und ich nicht mit Menschen reden muss, mit denen ich nicht reden will. Ich möchte generell nur noch mit Menschen reden, mit denen ich gerne rede, aber das sind leider nie die, die von alleine auf mich zukommen. Also bleibe ich lieber zu Hause oder besuche meine Freundin und ihr Baby. Dafür muss ich mich nämlich weder schminken noch anstrengen. Denn wenn man eine jüngst Mutter gewordene Freundin besucht, lasst es mich euch sagen, ist man niemals, aber wirklich niemals die Person mit den tieferen Augenringen. Ja, und wenn ich dann nach 3 Stunden Tee trinken und Serien gucken, mit ein bisschen Babykotze auf meinem T-Shirt nach Hause komme, meine 2 Katzen gefüttert habe und vor dem Spiegel ein weißes Haar entdecke, oh, das hat gleich trotzdem Haare drin, ein weißes Haar entdecke und beschließe, es diesmal nicht auszureißen, einfach weil es zu aufwendig ist, mit der Pinzette dieses eine Haar rauszunibbeln, den Spiegelschrank schließe und in meine Augen schaue, dann spüre ich irgendwo ganz tief in mir drin ein warmes, wohlwollendes Gefühl der Befriedigung. Denn eigentlich ist es doch ganz schön, wenn man nicht mehr die ganze Zeit cool und hübsch und idealistisch, jung und hip und geil sein muss. Nein, manchmal ist es auch einfach schön, endlich erwachsen zu sein. Dankeschön.
Wir lieben es.